Und diese einzelnen Menschen haben es verdient, dass wir jeden von ihnen individuell anschauen und fragen, wo kommst du her? Was hast du erlebt? Was brauchst du für Hilfe? Was brauchst du für Unterstützung? Und ja, unser Land wird sich ändern, und zwar drastisch. Und ich sage euch eins, ich freue mich drauf. Vielleicht auch, weil ich schon mal eine friedliche Revolution erlebt habe. Dieses hier könnte die sein, die unser Land besser macht. Und vielleicht werden wir in 20 Jahren stolz darauf sein, dass wir die Partei waren, die nicht wie die CSU in der Furche lag und die nicht wie die SPD immer hin und her laviert ist, sondern die gestanden hat und gesagt hat, diese Veränderung, dieses bessere Land, dieses neue Land, ja, das wollen wir, liebe Freundinnen und Freunde, dafür kämpfen wir. Und dafür haben wir jeden Tag morgens und abends Mut im Bauch. Jenny ist süße 16 Jahre alt und seit kurzer Zeit so richtig krass verliebt. Ihr neuer Freund ist nämlich völlig anders als die anderen, weil er ihr so viel Sicherheit gibt. Er sagte ihr, dass er gerade 17 wäre, doch eigentlich wirkt er wie ein Mann. Und sein Mut und seine Ehre haben sie so sehr geflasht, da kommt keiner ihrer Ex-Freunde ran. Doch eine Sache hat sie neulich schon belastet, in der S-Bahn ist er unvermittelt ausgerastet. Er hatte nämlich leider mit ansehen müssen, wie im Gang gegenüber zwei Männer sich küssen, und Jenny hat einen neuen Stecher und sein Messer hat er immer dabei. Und wenn ihn jemand richtig wütend macht, dann gibt es eine Messerstecherei. Auf sein Temperament, das keine Grenzen kennt, reagieren die Leute etwas reserviert. Und ja, es klingt verrückt, doch so wird's ausgedrückt, er ist nur erlebnisorientiert. Wenn Jenny und ihr Stecher um die Häuser ziehen, dann macht keiner sie mehr blöde an. Die anderen sind nur Opfer und sie ist die Queen und er ist ein Ehrenmann. Respekt zu bekommen ist das Einzige, was zählt, das hat er ihr schon sehr früh gezeigt. Da ist es auch egal, ob man die Schule schmeißt oder wieder mal eine Ausbildung vergeigt. Doch eine Sache hat sie seither schon verletzt, dass er immer wieder gegen ihre Leute hetzt. Den Schweinefressern geht es irgendwann an den Kragen, das ist es auch, was sie in den IS-Videos sagen. Oh, Jenny hat einen neuen Stecher und sein Messer hat er immer dabei. Und wenn ihn etwas richtig wütend macht, dann gibt es eine Messerstecherei. Auf sein Temperament, das keine Grenzen kennt, reagieren die Leute etwas pikiert. Und ja, es klingt verrückt, doch so wird's ausgedrückt, er ist anders sozialisiert. Erzählt, dass es zu Hause wie die Hölle war und dabei so verletzlich scheint, dann will Jenny ihn ewig in den Armen halten und beschützen, weil er manchmal sogar weint. Sie will sich ja auch gerne an die Regeln halten, die sie sich hat von ihm erklären lassen. Nicht wie eine Nutte rumzulaufen und den Mund zu halten und niemals einen anderen anzufassen. Noch eine Sache hat ihr schon zu denken gegeben, dass er ständig redet von dem nächsten Leben. Und Jenny hat sich nie für religiös gehalten, Propheten und Götter sind nur Märchengestalten. Und Jenny hat einen neuen Stecher und sein Messer hat er immer dabei. Und wenn ihn etwas richtig wütend macht, dann gibt es seine Messerstecherei. Auf sein Temperament, das keine Grenzen kennt, reagieren die Leute etwas irritiert. Und ja, es klingt verrückt, doch so wird's ausgedrückt, ihr Freund scheint einfach schwer traumatisiert. Gestern gab es einen Riesenkrach, da hat die Eifersucht Jenny übermannt. Ihr Freund hat einfach eiskalt eine andere angebaggert, während sie direkt daneben stand. Sie hat ihm eine reingehauen und Schluss gemacht und ist dann einfach fortgegangen. Und nun denkt sie sich, hätte ich doch nicht mit diesem Scheißkerl etwas angefangen. Doch eines hat sie noch nicht auf die Reihe gekriegt, dass er heute plötzlich wieder auf ihr liegt und zum letzten Mal das Herzblut fließt, während sie ihre wunderschönen Augen schließt. Und Jenny hatte einen Stecher und sein Messer hat er immer noch dabei. Und wenn eine Frau seine Ehre verletzt, dann gibt es eine Messerstecherei.
auf sein Temperament, das keine Grenzen kennt, reagiert man im Moment noch sehr schockiert. Doch statt ihn abzuschieben, wollten wir ihn doch lieben, er war halt noch nicht richtig integriert. Ich sage ganz einfach, Deutschland ist ein starkes Land. Und das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.